für die Zustimmungslösung, also das andere Modell, wo man klar, ähnlich wie es im Moment auch ist, indem man einen Spenderausweis braucht, auch da sich klar bekennt, ob man Spender sein will oder nicht. Für diese Lösung jetzt Dietmar Nietan. Widerspruchslösung Eindeutigkeit schafft. Denn woher weiß ich, wenn jemand eine Widerspruchslösung nicht gemacht hat, dass er oder sie nicht gemacht hat, weil er oder sie verbaselt hat, weil er sich doch nicht damit auseinandersetzen wollte, weil er es vergessen hat, was auch immer. Ich finde, eine Einwilligung ist eindeutig, ein fehlender Widerspruch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Trotzdem steht es völlig außer Zweifel, dass wir besser werden müssen, dass wir handeln müssen. Und wer bei einem Freund oder einem Familienangehörigen diese unerträgliche Ungewissheit, dieses quälende Hoffen und Bangen miterlebt hat, der spürt, dass wir hier heute eine große Verantwortung haben und dass wir am Ende des Tages auch zu Entscheidungen kommen müssen, die den betroffenen Menschen helfen. Das steht außer Frage. Und es ist auch keine Frage, dass eine Gesellschaft, die die Defizite im Bereich der Organtransplantation nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen würde, eine unmenschliche Gesellschaft wäre. Wir müssen also schnell und konsequent handeln. Ja, wir brauchen mehr Organspenden. Und ganz ehrlich, am Anfang habe ich auch gedacht, ist das nicht eine gute Lösung? Doch dann hat mich eine Frage immer wieder beschäftigt. Ist die Freiheit zu widersprechen in einer offenen Gesellschaft freier Menschen der Freiheit, eigenständig zu entscheiden, gleichzustellen? Ich finde, dass in diesem Zusammenhang die Widerspruchslösung ein gravierender Paradigmenwechsel ist. Der freie Mensch muss aktiv werden und widersprechen, um die ihm bisher garantierte Unversehrtheit des Körpers zurückzuerlangen. Ich habe da ein anderes Menschenbild. In einer Gesellschaft freier, aber gleichzeitig auch dem Gemeinwohl verpflichteter Menschen bedeutet für mich Freiheit, immer die Freiheit, eigenständig eine Entscheidung treffen zu können. Und zwar in dem Sinne, dass ich mich bewusst für etwas entscheide, mich einer Sache zuwende. Ich will nicht, dass Menschen der Einschränkung ihrer Freiheit widersprechen müssen, weil der vormundschaftliche Staat erst einmal für sie und über sie hinweg entschieden hat. Ich weiß nicht, ob ich überempfindlich bin, wenn ich bei Widerspruch irgendwie auch an Widersetzen oder gar an Widerstand denken muss. Ich finde, das passt in diesem Zusammenhang da nicht hin. Allerdings, das will ich auch deutlich sagen, gehört zu Freiheit auch immer Solidarität und die Bereitschaft, dem Gemeinwohl zu dienen. Als Christ sehe ich die Organspende auch als einen Akt der Nächstenliebe, aber als Christ billige ich jedem anderen Menschen zu, dass er genauso sein unveräußerliches Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt und in der Frage der Organspende zu einer völlig anderen Entscheidung kommt als ich. Aber oder auch manchmal nicht, richtig. Unter dieser Entscheidungsfreiheit, sich zu entscheiden, für das eine oder andere oder nicht zu entscheiden, verstehe ich allerdings nicht die Freiheit zu sagen, was geht mich das an? Ganz im Gegenteil. Ich finde, die Widerspruchslösung könnte, und ich betone ausdrücklich, dass das von den Initiatoren nicht beabsichtigt ist, zum Kumpanen von Ignoranz und Gleichgültigkeit werden. Warum? Warum soll ich mich noch mit all den ethischen Fragen beschäftigen? Hat doch schon der Staat für mich entschieden. Warum soll ich widersprechen? Ist mir im Moment nicht wichtig. Und ich finde, wir müssen genau zu einem anderen Weg kommen. Wir müssen dazu kommen, dass die wichtigen Fragen immer wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft gestellt werden. Und es sind Fragen, die wir nur dann aus der Ecke von Tabu und Scham und manchmal leider auch Gleichgültigkeit herausholen, wenn sie immer wieder auf die Tagesordnung kommen. Einmal sich mit 16 zu einem Widerspruch entscheiden, ist nicht das, was wir brauchen, sondern eine permanente Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, statt Stillschweigen als eine Art Freigabe der eigenen Organe zu bewerten und damit die bewusste menschliche Geste einer freiwilligen Spende der eigenen Organe zu einer staatlich verordneten Organentnahme zu entwerten, sollten wir den vermeintlich mühsameren oder auch längeren oder unsicheren Weg einer verbesserten Entscheidungslösung gehen, indem wir immer wieder neu verbindliche Informationen und eine bessere Aufklärung gewährleisten, indem wir immer wieder regelmäßige Auseinandersetzungen mit dem Thema Organspenden fördern, indem wir immer wieder ermutigen, sich dem Leid anderer zuzuwenden,
eine stets widerrufbare positive Entscheidungsmöglichkeit schaffen. Diese positive Entscheidung zur Organspende für die Krankenhäuser als Wissen stets verfügbar halten und ein transparentes Organspenderegister schaffen mit einem gesicherten persönlichen Zugang zu meinen persönlichen Daten. Ich finde, das ist ein gangbarer Weg zu einer menschlichen Gesellschaft, der uns davor bewahrt, in unserem Bemühen, das Gute tun zu wollen, der Bevormundung den Weg zu bahnen. Herzlichen Dank.